Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ihr wisst selber, was ich meine. Manchmal sind die Dinge einfach verwirrend, können uns aus der Bahn werfen, im ganz Großen und im Kleinen des Alltags. Doch Jesus will nicht, dass wir verwirrt sind. Er lädt uns ein, uns immer wieder an ihn zu wenden, und er sagt: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. An ihm dürfen wir uns festhalten, gerade dann, wenn um uns herum alles im Fluss ist, wenn nichts mehr so ist, wie es zu sein scheint, wie es sein sollte, wie wir es gewohnt sind. An ihm dürfen wir uns festhalten, wenn Verwirrung um sich greift in unserem Leben, wenn wir mit der Welt, der Zeit, unserer Umgebung oder unserem Leben gar nicht mehr klarkommen. Wenn wir uns an Jesus festhalten, wird neue Klarheit kommen und manches Verwirrte wird sich entwirren und es wird wieder der Strang, die Richtschnur des Lebens vor uns liegen, die Jesus Christus selber ist, an dem wir uns immer festhalten dürfen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr Jesus Christus, gerade dann, wenn in unserer Umgebung, in der Welt und in unserem Alltag manches verwirrend scheint, bist du da, die Richtschnur unseres Lebens, an der wir uns festhalten können. Führe uns durch diese Nacht und lass uns morgen in der Klarheit des neuen Tages dich erkennen, wie du uns durch unser Leben führen und leiten willst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.